Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, ich werde es in Deutsch versuchen. Ich hoffe, ich versuche Ihnen einigen Ideen zu geben, was wir genau auch hier in Basel und Baselland auch versuchen zu planen und hoffentlich auch umzusetzen beim Thema Wasserstoff. Vielleicht vorher mal grundsätzlich die Frage, IWB als kantonalen Energieversorger in Basel und darüber hinaus, warum setzen wir uns eigentlich mit Wasserstoff auseinander? Interessant ist, wir haben uns gerade, ich war daran beteiligt, auch als Leiter Strategie, eine neue Strategie gegeben, die das nochmal auf den Punkt bringt. Wir haben eigentlich in unserer Strategie drei Stoßrichtungen. Einmal ist das die moderne Infrastrukturen bereitstellen. Mit Infrastrukturen meinen wir eigentlich alles, was irgendwie auch leitungsgebunden ist, können auch Kraftwerken sein, sprich das Wassernetz, wir haben das Fernwärmenetz, wir haben das Stromnetz, wir haben das Telekomnetz und das alles muss irgendwie weiterentwickelt werden, damit es auch zukünftig dann noch sinnvoll betrieben werden kann. Dann haben wir rechts unten, ich hoffe, es ist sichtbar, haben wir Dekarbonisierung umsetzen und das beschäftigt sich mit diesen Teilen von unserem Geschäft, das heute noch eigentlich auf fossilen Treibstoffen, Brennstoffen basiert. Insbesondere geht es da in diesem Kanton Basel-Stadt darum, dass wir eigentlich einen Großteil des Erdgasnetzes stilllegen wollen und dafür aber die Fernwärme, die CO2-neutrale, weitgehend CO2-neutrale Fernwärme ausbauen. Also das ist wirklich ein Generationenprojekt, wo wir vor 2 Jahren angefangen haben. Und das ist sozusagen, das betrifft sich auf das bestehende Geschäft. Und der dritte, da geht es um mit erneuerbaren Energien wachsen. Da geht es wirklich darum, auch die Chance der erneuerbaren Energien zu greifen und auch neues Geschäft auch aufzubauen und damit auch die Kunden nochmal einen Dienst zu beweisen. Wenn man da weiter schaut, was machen wir da? Da geht es ja, sieht so schön aus, integrierte Kundenlösungen, möglichst umfassend. Am Ende geht es darum, dass wir nicht nur in der Produktion oder nicht nur im Verkauf tätig sind, sondern wir suchen eigentlich entlang der Wertschöpfungskette diesen Stufen eigentlich zu besetzen, wo wir sagen, das ist auch für den Kunden auch sinnvoll. Und gerade in diesem Rahmen, neuen erneuerbaren Energien, Chancen nutzen, haben wir auch gesagt, wir wollen im Bereich Wasserstoff auch explorieren, sprich wir wollen die ersten Projekte realisieren und wir wollen auch lernen, damit wir das vielleicht später auch wirklich im großen Stil auch umsetzen können. Und die Art von Lernen, das wollen wir eigentlich wieder in diesem Ökosystem machen. Ich glaube, das Wort ist heute schon ein paar Mal gefallen. Heute Morgen hat man teilweise noch vom Cluster gesprochen. Es geht tatsächlich darum, dass wir mit vielen verschiedenen Partnern viele Arten von Anwendungen zum Wasserstoff eigentlich zusammenbringen wollen. Und wir hoffen, wir gehen davon aus, wenn wir das machen, dann haben wir auch eine Chance, das nachhaltig, aber auch wirtschaftlich auch zu tun. Vorweggenommen, es geht also immer wieder, das haben wir heute schon ein paar Mal gesehen, es geht immer um Partnerschaften, es geht immer darum, verschiedenen, möglichst viele Unternehmen auch zusammenzubringen. Wenn wir die Vision hier mal so anschauen, oder man hat es mal so ein bisschen illustrativ hier dargestellt, oder? Diejenigen, die es kennen, werden es erkennen. Wir haben hier einmal das Thema Kraftwerk Beersfelden. Es gibt auch ein Projekt in Augst, komme ich später noch dazu, wo wir tatsächlich auch mal eine erste Anlage produzieren wollen. Es geht um Themen, dass wir vielleicht sogar vom Nordsee irgendwann mal Wasserstoff oder dann Wasserstoffderivate, wie Methanol zum Beispiel, importieren wollen. Und es geht bis auf der andere Seite, eigentlich zum tatsächlich auch, ist heute auch schon gesagt worden, das Thema Betankung von Wasserstoff-LKWs, Betankung von Wasserstoffbusse, auch das üben und praktizieren wollen. Das ist zunächst mal eine ganz große Vision und das muss man tatsächlich dann auch mal in viel Kleinarbeit auch umsetzen. Da haben wir vor 2 Jahren noch angefangen und wir haben gesagt, lass uns mal anfangen mit dem Thema Schwerverkehr. Das macht heute Sinn, da sind einige schon unterwegs und lass uns mit denen auch zusammensitzen. Damit man die auch betanken kann, ist es logisch, brauchen wir auch eine Wasserstoffproduktion, deshalb auch die Produktionsprojekte. Und der nächste Schritt wäre dann eigentlich zu sagen, gut, jetzt müssen wir das noch effizienter machen, lass uns auch uns über das Thema Wasserstoffleitungen auch unterhalten und schauen, ob wir das mit in so ein Ökosystem auch integrieren können. Wenn wir das alles machen, dann braucht es natürlich den einen oder anderen Kern in diesem Ökosystem. Und der Kern, den wir heute anarbeiten, ist der sogenannte Wasserstoff-Hub Schweiz. Da versuchen wir wirklich im Thema Hafen das Wasserstoff auch voranzubringen.
Ich werde jetzt in den folgenden Folien einigen von diesen Beispielen mal ausleuchten. Erstmal zum Thema Schwerverkehr. Wir haben ja gesehen, es läuft einiges mit dem Hydrospider, mit dem Hyundai, aber wir haben uns dann die Frage gestellt, ja, ist tatsächlich Basel ein geeigneter Ort, um das auch zu tun? Ist da eine Nachfrage in Basel? Und wir haben zusammen mit der Firma Fritz Meyer AG, einem Gründungspartner von Avia, haben wir zunächst mal eine Studie gemacht und uns gefragt, inwieweit, erstmal gibt es LKWs in unserer Region, die das auch brauchen, und andererseits ja die Transporteure, die diesen LKWs betreiben, sehen sie überhaupt da ein Potenzial? Wir haben Umfragen gemacht, wir haben statistische Analysen gemacht, wir haben auch einige vertiefende Interviews auch geführt, um das wirklich zu verstehen. Wenn wir da die Resultate anschauen, sehr kurz, übrigens die Resultate werden an den Teilnehmer gerade in den nächsten Tagen auch verschickt. Wenn wir die Resultate anschauen, sehen wir, dass so etwa ein Drittel der 76 Teilnehmer tatsächlich sehen, ja, wir müssen jetzt was machen, gerade auch im Thema Wasserstoff. Der Handlungsdruck ist eigentlich heute bereits anwesend. Bei vielen anderen sehen wir, dass es in der Zukunft steigt. Ich muss aber auch sagen, es sind also nicht zwei Drittel, es ist ein Drittel. Viele sind damit noch nicht so beschäftigt. Man muss ein bisschen suchen, um wirklich die Ansprechpartner zu finden, die sagen, ja, ich möchte da mitmachen in dieser Pionierphase. Warum, ist dann die Frage, und da ist es relativ klar, die heute mitmachen, sagen, ich möchte was für die Umwelt machen. Das ist mir wichtig, ich bin zwar noch nicht verpflichtet, aber lass uns das jetzt anfangen, damit es auch vorwärts geht. Weitere Themen, die genannt sind da, ist natürlich das Image. Wenn ich das mache, ein gutes tue, dann spreche ich auch davon und hoffentlich färbt das ab und wird sich nachher auch im Geschäft dann wieder niederschlagen. Und dann drittens ist da tatsächlich genannt worden, ja, wenn ich jetzt nicht anfange, habe ich vielleicht später einen Wettbewerbsnachteil, weil der andere bereits mit Wasserstoff oder vielleicht mit Batterien rumfährt. Warum machen wir es heute noch nicht? Was ist der Hemmschuh? Warum geht es nicht voran? Ist heute auch schon gesagt worden, glaube ich, ist tatsächlich das Thema Wirtschaftlichkeit. Und das heißt, wenn wir da vorwärts machen wollen, müssen wir natürlich mit vielen Unternehmen schauen. Wir müssen schauen, welchen Fahrten machen dann diese Unternehmen, und dann schauen, dass wir tatsächlich Anwendungsfälle finden, wo wir dann auch Wasserstoff bereits in dieser frühen Phase dann auch in Wasserstoff-LKWs oder in Wasserstoffbusse auch betreiben können. Das heißt auch tatsächlich, wenn wir das machen, es gibt ein bisschen Arbeit zu tun, es braucht auch da eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auch mit den Transporteuren. Das soweit den Fragebogen. Wenn wir mal das statistische Potenzial anschauen, natürlich auch sehr grob, aber immerhin, ich glaube, es gibt eine gute Idee. Dargestellt mal in Farben ist so die Frage, ja, wie viele LKWs gibt es eigentlich in den verschiedenen Kantonen? Und da sieht man eigentlich, ja, in Genf, da gibt es einige, im Raum Zürich, Aargau gibt es viele. Und wenn man dann ausvergrößert, Basel ist leider nicht so groß, sieht man eigentlich, ja, die größte Dichte an LKWs ist eigentlich interessanterweise im Kanton Basel-Stadt und auch im Basel-Land noch. Hat damit zu tun, dass natürlich Basel eigentlich gerade international gesehen einen wichtigen Transport-Hub ist. Sehr viele Güter kommen über Rhein, über Bahn oder dann über die Straße nach Basel und werden da umgelagert und dann weiter transportiert. Das heißt, das Thema LKW ist für Basel tatsächlich ein wichtiges Thema. Da lohnt es sich zu schauen, ob man das auch dekarbonisieren kann. Das wird nochmal unterschrieben durch die Darstellung, wo so die großen Verkehrsachsen sind in der Schweiz. Wie dargestellt, ja, von Bern nach Zürich ist eine ganz wichtige Achse, aber die internationale Achse ist gerade eigentlich über Basel gelegt. Wenn man aus Deutschland kommt, wenn man aus Frankreich kommt, wird man sehr oft auch über Basel in die Schweiz fahren. Für uns eigentlich ein klares Go, zum tatsächlich mal die nächsten Schritte machen, wissen wir natürlich, dass wir jetzt nicht in den nächsten Jahren 30-40% der Flotte umsetzen werden, sondern eher im Prozentbereich. Das zum Thema Schwerverkehr. Dann das Thema Produktion. Da haben wir konkret in der Region zwei Projekte am Laufen. Das erste ist tatsächlich im Hafen Birsfelden. Da haben wir vor etwa zweieinhalb Jahren angefangen, zusammen mit der Fritz Meyer AG, also Avia, auch in einem Joint Venture der Green H2, wo wir versuchen, wirklich aus diesen gemeinsamen Unterfangen das Kraftwerk zu formen. Also beim Kraftwerk Birsfelden diese Wasserstoffproduktion zu realisieren. 2,5 Megawatt Leistung ist für diese Pilotanlage vorgesehen, entspricht etwa 3 Millionen Fahrkilometer. Interessant an diesem Projekt, wie übrigens auch am anderen Projekt, ist, dass wir
gleich vom Anfang an vorsehen, auch die Abwärme zu nutzen, die da entsteht. Etwa 20-30% der Abwärme wollen wir im lokalen Wärmeverbund der alternative Energie Birsfelden einspeisen. Und das erlaubt uns ja eigentlich während einem ganz großen Teil vom Jahr eigentlich eine sehr große Effizienzsteigerung, da die Abwärme halt nicht verloren geht, sondern genutzt wird im lokalen Wärmeverbund. Leider sind wir bis jetzt noch nicht erfolgreich gewesen. Die große Frage ist eigentlich, die heute geklärt wird, ist, darf man eigentlich in dieser Zone auf der Kraftwerksinsel eine Wasserstoffproduktion erstellen. Wir hoffen da in den nächsten Monaten einen Bescheid zu bekommen. Das zweite Projekt ist nicht viel weiter weg, ist in Augst, gerade gegenüber Grenzach-Wielen, das Sie heute Mittag ja noch anschauen werden, heute Nachmittag noch anschauen werden. Das ist ein Projekt mit weiteren Partnern, also nicht nur mit dem Fritz Meier an Bord, sondern auch mit der Aargauer Energiewerke, mit der AEW. Da ist eine ähnliche Leistung vorgesehen. Auch da würden wir gleich vom Anfang an vorsehen, die Abwärme zu nutzen im neu erstellten lokalen Wärmenetz. Da stehen wir im Moment gerade noch bei der ersten Stufe, jetzt seit etwa 6 Monaten, wo genau die Frage der Zonenkonformität heute noch in Klärung ist. Auch da hoffen wir bald vorwärts zu machen. Das dritte Thema, das Thema Wasserstoffleitungen. Ich glaube, wir haben heute schon einiges darüber gehört. Da gibt es so die verschiedenen Skalierungen, wo man Wasserstoffleitungen auch tatsächlich dann erstellen kann. Am einfachsten ist es eigentlich von der Produktion bis zum sogenannten Trailerabfüllung. Also einmal die Wasserstoff produzieren, mache ich am liebsten direkt beim Kraftwerk oder da, wo ich die Wärme auch einspeisen kann. Und der Abfüllung vom Trainer, sprich von den LKWs, die dann nachher auch wegfahren mit dem Wasserstoff, das mache ich am liebsten da, wo ich eine gute Anbindung zu einer Straße oder einer Autobahn vielleicht schon habe. Und was man bei einigen Projekten jetzt anschaut, ist tatsächlich, ob man die Verbindung zwischen beiden eigentlich mit einer Wasserstoffleitung überwinden kann, damit man an beiden Seiten eigentlich optimieren kann. Dasselbe, wenn man etwas größer denkt, kann man ja bei der Produktion zur Tankstelle sehen. Also anstatt, dass man von der Produktion dann eigentlich mit dem LKW immer zur Tankstelle fährt, wäre es natürlich effizienter, wenn ich direkt eine Wasserstoffleitung legen kann. Und wieder weitergedacht, vielleicht im Hafen, vielleicht auch mal in Basel, ist dann die Frage, macht es Sinn, vielleicht ein lokales Verteilnetz zu machen? Also gerade in einem Industriegebiet, wo ich dann verschiedenen Firmen direkt mit erneuerbaren Wasserstoff beliefern kann. Was man vorher schon gesehen hat, ist das Thema regionale Anbindung oder vielleicht sogar internationale Anbindung. Ist nochmal größer gedacht. Alles schauen wir im Moment an. Wichtig ist, gerade wenn wir in die Schweiz schauen, da gibt es noch nicht ganz so viele Erfahrungen mit Wasserstoffleitungen. Es fehlen so Standards. Wie bewillige ich eine Leitung? Ist das kantonal? Ist das Gemeinde? Ist das vielleicht Bundesebene? Und was muss ich machen, damit so etwas auch bewilligungsfähig ist? Welchen technischen Standards gibt es? Da wird ziemlich viel gemacht von verschiedenen Verbänden und wir unterstützen den eigentlich auch mit einer Studie, die wir zusammen machen, von der SVGW sind auch hier anwesend, VSG, die da auch finanziell unterstützt, das ist ein Schreibfehler, das BFE, Bundesamt für Energie, unterstützt noch weiter und die Firma Grüner hier in Basel unterstützt es auch technisch. Die Studie läuft jetzt etwa 6 Monaten und wir hoffen in den nächsten 6 Monaten auch die Resultate dann zu erhalten, damit wir dann auch weitermachen können. Ist ein spannendes Thema, glaube ich, wird zukunftsfähig sein. Ich glaube, es ist wichtig in der Schweiz, dass wir da auch wirklich Erfahrungen sammeln können. Kommen wir zum visionären, spannenden Thema. Genau, was wollen wir eigentlich und wie können wir tatsächlich auch Anwendungen zusammenbringen? Wir haben das Thema H2 Hub Schweiz, Wasserstoff Hub Schweiz, haben wir letztes Jahr eigentlich lanciert mit der Idee, dass wir tatsächlich im Hafen das Thema Wasserstoff versuchen weiterzubringen. Thema Muttenz vielleicht und insbesondere auch ein Thema Birsfelden. Wir versuchen die Themen zusammenzubringen, Produktion, auch Speicherung, Nachverteilung und vielleicht sogar auch das Thema Import. Thema Import per Pipeline, langfristig sicher, solange wir nicht angeschlossen sind, ist auch den Import per Schiff, über den Rhein auch ein wichtiges Thema. Je nachdem, wenn man über andere Ableitungen von Wasserstoff spricht, sei es ein Methanol oder anderen Stoffe, ist möglicherweise ein Import per Schiff noch weiter und längerfristig noch sinnvoll.
Das ist nicht ganz von uns sozusagen entstanden, sondern es gibt verschiedene Beispiele am Rhein in Europa, wo man genau sowas macht. Als Beispiel haben wir jetzt mal das Projekt in Amsterdam dargestellt oder auch das größere Projekt Rhein mit dem Wortspiel H2 drin. Da versucht man eigentlich zwischen verschiedenen Städten im Niederrhein, zwischen verschiedenen Hafen am Niederrhein, Wasserstoff per Schiff auch auszutauschen und versucht die verschiedenen Häfen in Deutschland und in Holland eigentlich zu Wasserstoff-Hubs werden zu lassen. Und wir schauen das an, wir sind mit diesen in Gesprächen, versuchen die wichtigen Sachen für uns natürlich dann auch zu kopieren, freundlich zu kopieren und anzuwenden und vielleicht auch irgendwann mal zusammenzuarbeiten. Ja. Wenn das so wird, wird man tatsächlich sehen, gerade in dieser Phase könnte das auch für die verschiedenen Häfen natürlich auch wirtschaftlich im Sinne einer Drehscheibe auch relevant werden. Wir sind jetzt, wie gesagt, ein gutes halbes Jahr jetzt unterwegs. Wir hoffen jetzt auch, in die nächste Phase dann zu gehen, wo wir tatsächlich auch in Richtung Umsetzung dann auch starten werden. Ja, wir sind da dran und hoffen, das bald auch umzusetzen. Also letztes vielleicht noch so ein Fazit, oder? Was sind so für uns letzten ein, zwei, drei Jahren so die Themen, wo wir sagen, ja, das waren die Herausforderungen und trotzdem, das sind die Chancen, deshalb machen wir das auch noch. Einmal ist es tatsächlich, oder, die verschiedenen Hürden, ne? Wir müssen uns einfach bewusst sein, alles, was neu ist, ist auch irgendwie schwierig, weil man sehr vielen Hürden auch überwinden muss. Das Thema Bewilligungsverfahren habe ich schon genannt, bei Zonenkonformität. Thema Anwohner natürlich einfach nicht zu unterschätzen, ist wichtig, mit denen in Kontakt zu treten, sie auch Zeit zu geben, sich an so ein Thema auch zu gewöhnen, sich damit auseinanderzusetzen und Bedenken auch seriös zu nehmen und in den verschiedenen Projekten auch zu berücksichtigen. Das Thema regulatorische Fragen, ja, wo kann ich eigentlich eine Wasserstoffproduktion hinstellen, wenn es dann nicht direkt beim Kraftwerk ist? Sobald ich weiter weggehe, muss ich Netznutzungsgebühren zahlen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dann irgendwie eine Lösung zu finden, aber auch da merkt man relativ schnell, dass man Neuland betritt und eigentlich wird man erst wissen, ob es jetzt geht, wenn sozusagen die erste Klage mal durch ist. Und das gerät eine ganze Menge an Unsicherheit. Zertifizierung sei noch dargestellt, was ist dann grüner Strom, was ist dann eine andere Farbe, wie werde ich das auch nachweisen, ist heute noch nicht abschließend geregelt. Und das dritte bei den Herausforderungen noch das Thema Wasserstoffleitung, Druckstufen, also alles, was mit technischen Standards zu tun hat. Da sind wir auch im Neuland teilweise, da müssen wir noch vorwärts machen. Warum mache ich das dann? Warum tue ich mir das an? Warum mache ich all diese schwierigen Projekte? Ich glaube, da gibt es genug Gründe, warum wir das machen. Einmal tatsächlich das Thema weg vom Öl und Gas. Ja, wir wollen ja die Energiewende schaffen und das geht nicht von selbst. Es geht auch nicht von selbst da, wo es schwierig ist, gerade auch beim Thema LKW oder Industrie, wo man heute noch vom Erdgas abhängig ist. Und sicher auch heute in den letzten Monaten ist das Thema Unabhängigkeit vom Erdgas nochmal wichtig geworden. Ich glaube, das soll man nicht nur anschauen, sondern tatsächlich auch als Chance nutzen, jetzt vorwärts zu machen. Dann das Thema Wirtschaftsfaktor, glaube ich, ist auch wichtig, oder? Es geht hier um eine ganz neue Energiebranche, die hier am Entstehen ist. Wenn die Baselregion da einsteigen kann, hat das auch seine wirtschaftlichen Geschäftsopportunitäten. Und dann das letzte Thema, die Partnerschaften. Damit habe ich angefangen, damit würde ich auch schließen. Ein Reiz von so einem Projekt ist schon, dass man mit sehr vielen verschiedenen Branchen auch zusammenarbeitet, womit man vielleicht auch sonst als EWU nicht zusammenarbeiten würde. Also eine Partnerschaft zwischen einem EWU und einem AVIA zum Beispiel oder auch vielen anderen mit Hafen zusammenzuarbeiten, gibt dem Projekt einen besonderen Reiz im Vergleich zu vielen anderen Sachen, die wir auch im Alltag tun. Soweit, ich bedanke mich. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Janssen, für diese Perspektiven von Schweizer Seite. Gibt es Fragen aus dem Publikum erstmal? Ja, bitteschön, das Mikro kommt. Bauer von VDI, mich würde interessieren, sieht sich IWB hier in der Region Basel als der Treiber des Themas oder wer ist der Treiber? Was für eine Rolle spielen zum Beispiel die Rheinhäfen? Sind das Partner auf demselben Level oder wie schätzen Sie das ein?
Ich glaube, das ist eine schwierige Frage, die ich mir vielleicht auch mal stehen lassen sollte. Ich würde es mal so sehen, jeder hat so seine eigenen Perspektiven, seine eigenen Interessen. Und vermutlich aus jeder seiner eigenen Perspektive ist jeder seinen eigenen Treiber. Und die Kunst ist, das irgendwie zusammenzubringen, damit jeder eigentlich sein eigenes Gebiet vorantreibt und das nachher dann optimal zusammenpasst. Genau, ich glaube, das ist wichtig. Ich würde jetzt nicht eine oder die andere nach vorne schieben. Jeder hat seine eigenen Interessen, die aber wunderschön zusammenpassen in so einem Konstrukt. Gibt es weitere Fragen? Nein, dann hätte ich eine. Sie haben, Herr Janssen, über die Anwohner gesprochen. Glauben Sie, dass es beim Thema Wasserstoff Akzeptanzprobleme geben wird, wie zum Beispiel bei der Windkraft? Ich hoffe nicht in den Maßen, wie wir das in der Schweiz gesehen haben, aber ich glaube, wir müssen das anschauen. Ich glaube, die Geschichte zeigt, wo man schaut, wo stehen eigentlich die Wasserkraftwerke in der Schweiz, die sind alle an ganz schönen Standorten. Oft sind das in Naturgebieten oder zumindest mal naturnahen Gebieten. Und wenn man jetzt sagt, man möchte genau dort die Wasserstoffproduktion hinstellen, weil es aus wirtschaftlichen Gründen oft notwendig ist, dann ist man sehr oft genau in so einem Konflikt. Und die Frage ist, wie findet man technische oder dann auch vielleicht regulatorische Lösungen, um das dann auch zu umgehen. Ich glaube, da müssen wir kreativ sein, da braucht es auch ein bisschen Flexibilität von den verschiedenen Stakeholdern. Gibt es noch Fragen hier im Raum? Dann habe ich noch eine. Sie haben das Projekt Rhein mit H2 angesprochen, dass er im nördlichen Raum stattfindet. Denken Sie, dass man so ein Projekt wirklich freundschaftlich, wie Sie sagen, kopieren könnte hier im Oberrhein, im südlichen Oberrhein, oder sind hier die Verhältnisse doch verschieden, eben auch durch die Trinationalität? Also ich glaube, erstmal kopieren, also natürlich sehr fast so einen etwas vereinfachenden Begriff. Es geht immer darum, dass man schaut, was machen die anderen und davon versucht zu lernen. Ich glaube, ich traue mal zu sagen, dass wir mit fast allen, nicht allen vermutlich, aber mit fast allen Stakeholdern eigentlich in guten Kontakt und Austausch sind. Ob das jetzt hier ein Rhein-Projekt ist, wo wir tatsächlich mit den Projektleitern auch im Austausch sind, oder ob das jetzt hier die verschiedenen Partner im Dreiländereck sind. Und ich glaube, wenn man alle versucht, voneinander zu lernen, dann wird man zusammen eigentlich dann auch den nächsten Schritt am einfachsten machen. Sehr gut, vielen Dank. Online gibt es keine Fragen an Herrn Janssen? Ja, dann Herr Dr. Janssen, vielen, Dankeschön. Vielen Dank.